Okay, Paul auf einem Insane Run. Er hat Nick Strat, Velani und Blaze in a row besiegt, ja, um hier zu landen. Krank. Das ist krass. Und er kam danach an, er meinte so, ey, ehrlich gesagt, wenn ich nicht Berliner wäre, dann könnte ich das nicht, weil er hat gegen Velani gewonnen, weil er die Third Practice hat. Und er meinte so, Digga, und ey, wenn die letzten Wochen nicht so viel gespielt hätten, was soll ich gegen Basti machen? ich finde es einfach nur lustig, dass Third und Duman literally dieselbe Person sind. Also die heißen beide Young, die heißen sind beide Young, so 1,87. 1,90, blonde Haare, die gleiche Brille gefühlt. Ja, voll. Und beide Puffman, ja, es ist wirklich krass. Und dann ist uns heute Morgen eingefallen, es gab ja auch noch Buzz-O. Wenn Buzz-O eine Brille hätte, wäre er auch noch Teil dieses Dreiecks. Damn. Krank. Okay, und wir haben jetzt Paul gegen Irfan. Ich bin ja kein Berliner. Ich kenne Berlin nicht gut. Seit wann ist Paula eigentlich Solo Falco? Da war doch immer ein Fox dabei, sehr lange, ja, oder? Er war ein Fox-Main die allerlängste Zeit. Dann hat er immer mal wieder ein bisschen Falco gespielt. Er mochte vor allem das Fox-Ditto nicht und hat dann halt Falco da gespielt. Ah, okay. Deswegen, das Öfan wird wohl nicht den Doc auspacken oder so. Ich habe nur gedacht, es besteht eine Möglichkeit, dass Geldmann maybe den Fox auspackt? Auf keinsten. Auf keinsten? Er hat so lange nicht den Fox ausgepackt. Ah, okay, also ist doch schon länger, dass er ihn nicht mehr spielt. Noch viel eher würde er den Falcon auspacken, das ist der Henker. Der Henker? Der Henker. Damn, Alter. Das ist ein Falcon. Ich wünschte, mein Falcon wäre der Henker. Das Ding ist, früher war, das war übrigens... Das war Seko? Ja. Früher war Paulus Falcon der Geldmann, als er noch Geldjunge war. Aber dann ist er 18 geworden, hat Abi gemacht, hat gesagt, jetzt brauchen wir einen neuen Geldmann. So. Aber er wurde selber Geldmann und jetzt ist der Falcon einfach der Henker. Soll ich dir sagen, ich habe heute erfahren, wie Niklas Bauser heißt. Er heißt einfach Eberhard. Warum? Weißt du, wie mein Bauser heißt? Wie heißt dein Bauser? Ich habe einen Bauser. Du hast einen Bauser, wie heißt er? Blauser. Blauser, weil ich spiele den Blauen. Es ist nice. Blauser einfach. Ja, mein Bauser ist der Trash Gash. Stimmt, Gersh war auch Bowser-Connoisseur. Schöner F-Tilt hier, ja. Ja. Oh, und da geht er für die Bär, aber Irfan hat den Rejump wieder, aber benutzt ihn gar nicht. Ey, ich könnte niemals, wenn Melee mir eine Recovery-Option mehr bietet, ich nehme sofort den Rejump. Ich weiß nicht, wie Leute das machen können. Schön, Paula nicht drauf reingefahren und geht mit dem F-Tilt gegen den Schild. Damn. Und das ist der erste Stock für Paula. Oder nee, der zweite. Oh, der zweite, Paula hat die Lead. Ja. Aber ich meine, 99, eine Bär und es ist keine Curtains, aber ey, er hat jetzt schon 31 gemacht mit zwei Bärs. Ja, okay. Und jetzt sind die Crouch Chance Prozente vorbei für den Boy. Digga, wenn Paul den Run continued gegen Irfan, den wir wirklich als einen der stärksten Spieler aktuell in Deutschland handeln, so, das wäre schon krass, wenn Paul sich hier durchsetzen könnte. Aber das Ding ist, was Paul Irfan, glaube ich, voraus ist, sind sicke Mix-Ups. Ja. Paula hat wirklich sehr, sehr sicke Neutral-Mix-Ups, aber Irfan hat dieses sehr unique Combo-Game, wo er eine Extension findet, die niemand anderes finden würde. Das heißt, die beiden bringen sowas sehr Einzigartiges to the table. Ja. Paul mehr so ein bisschen diese Mango-eske Sache, weißt du? Schön mit der Rejump der. Ich finde das generell nice, dass die deutschen Falcos, die sind alle sehr unique. Also du kannst ja wirklich angucken, die Top 5, 6 Falcos, du kannst ja angucken, wer spielt ohne Text, ohne Kamera und du weißt, wer ist. Immer. Ey, wir können auch Nick Strat noch einbeziehen. So, Nick Strat ist auch sehr, sehr Also wenn die Backair perfekt gespaced und wegdriftet von deinem Schild, Mann, dann ist Nick Strat, Mann. Dann ruft Berlin Nick Strat. Meistens flüstern wir automatisiert Nick Strat. Okay, und Irfan, keep den Punish up. Okay, Paula hat den Tag nicht bekommen. Kommt jetzt nochmal raus aus der Kombo, Crouch Cancel Shine. Und das ist so crucial, dass er diese Prozente noch nicht hatte. Und das ist das erste Game und es geht an den großen Irf. Big Earthquake. Big Earthquake, das gefällt mir, das gefällt mir. Das ist sein Slippy-Name gerade. Ah, okay. Was ist deiner gerade? Slumflower Girl. Slumflower Girl. Weil ich einen Aerith von Final Fantasy 7 Skin habe. Und die ist halt das Flower Girl aus den Slums. Nice. Ich habe irgendwie auf diese Skin-Seite geguckt und so, ah cool, das gibt's, das nehme ich, das lade ich jetzt runter. Aber ich so, dann nenne ich mich jetzt auch so, ist ja funny. Und nur so habe ich mich für NDM qualifiziert. Das war der Grund, das war die Stütze. Voll. Und dass ich jede Woche gegen Paul musste. Wie ist eigentlich dein Turnier gelaufen? Ich habe nur gesehen, du warst ausgeschieden, glaube ich, gegen Third. Das war auch so ein sehr langes Set. Ja, also es war Game 4, aber es waren halt... 4 Last Stock, Last Hit Games und er hat halt 3 gewonnen so. War ein gutes Set, Jan hat auch krass gut gespielt. Ich habe im Pools gegen Xenex verloren, war komplett mad meines Lebens, weil ich hasse gegen Sheik spielen einfach.
dann habe ich übertrieben lange Doubles gespielt. Also wir haben ja Grand Final inklusive Reset und so gespielt. Und dann habe ich... der Schuhanzieher. Stanky Leg. Und dann musste ich sofort gegen Deacon Blues und ich war so, oh, chic, Alter. habe ich 3-1 gewonnen wenigstens und dann habe ich gegen Asta on Stream gespielt und das war wirklich, ich habe selten so gutes Melee gespielt, aber es hat halt nicht gereicht. Da hatte ich zwei Games gesehen, du hast richtig gut ausgesehen. Ja. Voll, fand ich auch. Ich war halt so fokussiert, konzentriert und diszipliniert. Ja. Es klingt gerade wie so ein Life-Coach, aber das war, was mir geholfen hat, in dem Set so gut zu spielen. Aber es hat halt nicht gereicht, weil Asta schon wirklich krass gut ist. Despite all you've seen gegen Niki, er ist wirklich ein guter Spieler. Ja. Genau, und dann habe ich im Losers gegen Sabaka gewonnen und dann gegen Jan verloren. Ja, und okay. Und das ist ein Laser. Aber er kommt an die Ledge, aber er trifft die Bär nicht. Irgendwann mit einem sehr seltenen Mistiming. Okay. Ja, Three Stocks to One, das ist jetzt schon ein bisschen deutlicher als Game 1. Ich traue trotzdem dem Geldmann hier das Comeback zu. Ich bin ein bisschen sad, Downer? Weil ich... Keine Downer. Als Paul gegen Blaze gespielt hat, war ich der die ganze Zeit gecheert hat. Und jetzt bin ich jetzt hier und kann nicht mehr cheeren. Und jetzt redet niemand mehr von Rönzel. Ne? Ja, keine Ahnung, ist halt... ist Berlin nur hart, wenn du da bist? Es scheint mir fast so. Spaß. Schau das in Berlin. Wenn ihr Berlin Melee supporten wollt, subscribt auf twitch.tv/Berlin Melee in einem Wort. Wir sind hier auf dem anderen Kanal, auf dem German Melee Kanal, aber wir wissen nicht genau, an wen das Geld geht. I guess Benne. Aber wir würden das lieber... Wir gönnen's Benne. Ich gönn's Jonas jetzt doch noch ein bisschen mehr, weil Jonas so viel Arbeit da reinsteckt, Mann. Und der Stream ist fucking squeaky clean, Alter. Ja, Mann. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist diese Kurbel von der Leinwand, aber ansonsten sieht sogar das Stream-Setup voll sick aus, obwohl die literally einfach auf dem Rücken von der Leinwand sitzen. Das ist true. Mir gefällt vor allem das Overlay, Mann. Das Overlay ist sicko. Ja, es ist so cool. Wer hat das Overlay gemacht? Schaut jetzt an, wer... Konati Story, ja. Es hat alles angefangen mit dem Liver-Tool, das schaut aus an Liver, das Jonas auch immer noch benutzt, aber das ganze Overlay und so hat Jonas selber gemacht, über Jahre jetzt. Also nice. Vor allem also seit Jonas-Creation. Ja, okay. Seit Post-Covid hat Jonas viel Arbeit reingesteckt. Ich hatte literally, als ich das gesehen habe, gedacht, das sieht echt nach einem Liver-Ding aus, dann ist das so die Base gewesen. Ja, genau. Also okay. Oh mein Gott. Diese ganze Slippy-Implementation und so ist, glaube ich, von Liver noch, aber das ganze Design von dem Overlay und so ist halt Jonas alles. Ich glaube, das war bei Evangelion das erste Mal gewesen, oder? Als er es benutzt hat. Ich kann mich erinnern, da hat er alles gemacht, so icy wurden die Nana-Prozente angezeigt und so, da war so viel Shit dabei. Ja, wir haben uns dagegen entschieden, das zu machen, weil das halt keine Busted ist, wenn du siehst. Ja, Deswegen machen wir das nicht mehr. Okay. Doppelt Instant Side B, aber Irfan ist bereit. Ja, voll. Irfan einfach ready. Das Ding ist, dass die Bär, also die Shield Drop Bär von der Plattform halt auch sehr, sehr viel covert einfach gleichzeitig. Oh, und Pauli geht hier für einen Schein und kann hier seinen Food nicht finishen. Ich glaube, eine Bär wäre vielleicht viel besser gewesen, denn er hätte auch gekillt, denke ich mal. Und da holt er aber den Stock. Okay. Ist Pauli so ein Yoshis Falco? Ist er so ein Yoshi Flow State Typ? Er mag Yoshis richtig gerne, ja. Weil den Eindruck macht er auch so vom Spielstil her. Voll. Er probiert den Laser-Reset zu bekommen, aber die Shy Guys kommen ein bisschen in den Weg, um die Rolle zu covern noch von Irfan. Aber da kommt noch eine Up-Air und da kommt noch eine Down-Air, aber die trifft nicht. Leicht misspaced. Kriegt Irfan sein Opening und das könnte es schon sein. Oh mein Gott, Single-Hit-Up-Air into Up-Tilt, aber kann das Edge-Guard noch nicht ganz bekommen und Pauli kommt mit einem Straight-Angle zurück. Und raus aus der Gefahrenzone mit der Side-Beater, selbstverständlich. Oh mein Gott, und Pauli jetzt übertreibt er. Ein bisschen zu viel Sauce hier, natürlich. Hat er alles auf eine Karte gesetzt, aber es war der schwarze Peter, Mann. Pauli kann das Edgeguard wieder nicht finishen. Er findet sich manchmal in Situationen, wo er Combo-Extensions findet, die ihn aber nirgendwo hinführen. Und das nutzt und das ist halt auch eiskalt aus. Vor allem auf der anderen Seite ist halt nicht so, Öfan nimmt seine Kombos und geht so weit er gehen kann. Ja. Und das könnte das Game sein. Das ist es. 3-0 für den großen Irf. Und Geldmanns Cinderella Run endet in einem fünften Platz, in einem wohlverdienten fünften Wohlverdiensten Platz. Und hat ja, glaube ich, seinen Seed da hart outperformed. Ne? Voll. Ich glaube, er war so 16. Seed. War noch ein Pool-Leader? Nee. Er war gegen King. Wow. King war der First Seed. Oh, shit. Ja. Er hat im Pools Game 5 Last Stock gegen King verloren. Damn. Und hat dann im Winners sofort gegen IUD King verloren. Mhm. Und hat dann den Losers Run bis Top 5 gemacht. Oder Top 6 gemacht. War sick. Damn.